Leute, lasst uns anfangen. Ich bin gerade rein ins Spiel und habe hier meine Titanbeute. Meine Beutestufe ist eine B und ihr seht, da war nichts dabei. Das ist okay, so die Packquest ist da. Ich habe schon ein bisschen gezockt. Umberg haben wir fertig. Jetzt sind wir hier bei 4200 und eine Gargoyle-Familie plus zwei Slayer. Wir gehen mal rein. Nehmen wir auf? Ja, wir nehmen auf. Okay, wir müssen hier. Das regt mich so auf. Entschuldigung, es ist wieder passiert. Es ist wieder passiert. Valhalla Forever. Und zack, 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 zack. Da können wir nicht mal zwei, hey. Dann machen wir was anderes. Gehen wir ein bisschen höher. 21, 21, 21 brauchen wir. Wir brauchen die 21. Zack, zack, zack. Was haben wir hier? Nur 5. Dann gehen wir noch höher. Und zwar auf die 24 ist auch noch 5, oder? Ja. Ja, okay, komm, dann soll es so sein. Zweimal Energie verballern wir einfach und jetzt aber. Lass uns reingehen, lass uns ein bisschen Pack-Quest spielen. Moment mal, wie bin ich denn aufgestellt? Ich habe zweimal lila, habe keinen gelben dabei. Wir machen das mal so. Wir machen das mal so. Wir spielen Max, Snow und Reese. Plus ihn. Achso, die sind, haben ja Steinhaut. Dann brauchen wir pur Damage hier. Moment, Moment, Moment. Bin gleich so weit. Quenelle. Und haben wir noch einen Minion Maker? Doch, wir spielen so. Komm, lass uns das so zocken. Wir probieren mal, versuchen. Also die bisherigen waren nicht hart. Aber ich denke mal, jetzt bei 4-2 wird es dann schon schwerer. Ich denke, dass es leichter sein wird, wie jetzt zum Beispiel die Ether-Quest. Aber wir können trotzdem, also man kann hier verlieren, ist ganz klar. Ich hoffe, das Gameplay ist euch nicht zu laut. Ich habe Pengi hätte ich schon machen können, ich Idiot. Jetzt kriegen die Steinhaut alle. Schau mal, wie die hier wirkt, die Steinhaut. Oder er hat ja keine. Gehen wir doch mal auf ihn. Boah, die Slayer haben halt jetzt schon Stacks, ne? Wir haben kein Rot, deswegen spielen wir Rot gleich weg. Penyolite hat doch. Jetzt brockt's. Hat gerade keine Steinhaut gehabt und jetzt wird's schon langsam. Ich muss hier mal ein bisschen was zusammenkriegen. Jetzt löst der erste und der zweite Slayer aus. Jetzt sind die schon richtig schnell, ne? Das war am Anfang zwar so, aber da hat es gar nichts ausgemacht. Und jetzt schaut mal, wo meine Gesundheit hier ist. Okay, wow. Wow. Oh, yikes. Uns bringt natürlich nichts auf diese Slayer zu gehen, wenn die eine Steinhaut haben, ne? Also wirklich so gar nichts. Und Penyolite kommt. Scheiße. Alle tot, oder?
Braunheilung. Ich muss in Arco reinspielen, bleibt mir nichts anderes. Und da sehen wir, wieso ich Caitlyn nicht level, ne? Im Vergleich zu den anderen macht sie einfach nichts, ne? Außer ja für sich selber, also für das Team jetzt. Und ja, ich finde sie einfach Mittelmaß, sagen wir mal so. Nicht unbedingt schlecht. Ja, Form auslösen, sehr geil. Reicht das? Das reicht. Akko kommt, Caitlyn kommt, die Stacks sind oben bei ihr. Und ich versuche jetzt so wenig wie möglich reinzuspielen, einfach weil... seht ihr das, wie schnell Reese hier voll ist? Wahnsinn, oder? Wahnsinn. So... schauen wir mal, ob da noch grün kommen will. Ja, will. Weil ich brauche natürlich jetzt dann auch ein bisschen Damage, bevor der Anna-Vogel wieder auslöst. Wie lange geht denn das noch? Ein Zug. Mach mal, guck mal, dass nichts passiert. Jetzt ist sie weg. Schauen wir mal, wie weit man ihn runter... jawohl. Und das ist es, ne? Also die hitten zwar recht hart, aber sie halten nichts aus. Das ist echt, also ist angenehm gestaltet, sag ich mal. Ihr seht, ich habe hier nur noch einen Hitter und krieg das fertig. Und Caitlyn kann jetzt machen, was sie will. Was macht sie denn nochmal überhaupt? Lass uns mal schauen. Sie entfernt Boni und fügt 120 Schaden und zusätzlich pro entfernten Boni. Ja, das ist alles. Das, ja. Also wie gesagt, ich werde, wenn ich einen anderen Slayer noch krieg, dann werde ich sie vielleicht, dann werde ich Saors leveln, weil ich kann nicht Französisch, Saors ist ja nicht so schlecht, ne? Aber mit Caitlyn zusammen sie zu spielen, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Sollte ich einen anderen kriegen, dann wird sie gelevelt. So, jetzt haben wir hier Ulda. Wir nehmen Lakaien mit. Das war mir aber zu wenig. So, geh mal rein. Machen das so. Einmal wird sie kriegen. Nee, geht gar nichts. Nein, der zerstört mir nicht alle. Oh, zum Glück nicht. Ah, einer. Oh, hey, das sind ja trotzdem welche. Und schon ist sie weg. Das lief besser. Ich hatte aber auch gleich Matches, ne? Dann holen wir uns hier ein bisschen Heilung. Und schauen wir, ob wir Bera nicht zügig an Start kriegen. Kriegen wir nicht. Dann machen wir jetzt das hier. Ihr seht, durch die Überheilung von Garnett bin ich natürlich auch
relativ sicher, was das Leben angeht, meiner Helden. Und von dem her passt das auch. Ich finde ein bisschen komisch, dass es da jetzt die Quest gibt. Ich glaube, SG hat da einfach was verrafft. Oh, schön. Also jetzt nicht overwhelming, aber so eine Flasche ist ja schon nice, ne? Gibt ja echt noch viel, viel schlechtere Loots. Von dem her muss man immer froh sein. Genau, ich glaube, SG hat das verrafft einfach, da die richtigen da die ri richtige das richtige Timing. Das richtige Timing rauszuhauen. Entschuldigung, mein Telefon klingelt gerade. Okay, so, und jetzt brauchen wir noch was, was richtig Rabauz macht. Nee, wir nehmen nochmal Schutz mit. Nehmen das so mit und spielen. Was spielen wir? Speichern. Bera Freya Loki. Oh je, oh je. Was spielen wir? Lepiota. Machen nur Schaden über unsere Sniper und mit den Steinen. Wichtig ist halt der Schutz vor Alfie, Alfrike. Ich bin mir nicht sicher, ob das hinhaut. Wir werden sehen. Kommt grün, grün, jawohl. Krieg ihn ganz knapp vor Alfrike und hab jetzt eh keinen Mana. Ah, Moment. Dann spielen wir ihn hier und holen uns Lepiota. Hoffen, dass die nicht getroffen wird. Sehr schön, wird nicht getroffen. Und dann ghosten wir. Nein! Oh, Entschuldigung, Leute. Okay, schön. Alfrike ist tot. Loki turnt ab, den level ich ja gerade. Und Garnett ist gegen dieses, ich mach dich stumm, Gehabe immun. Da habe ich mein Fass.
Sieht Kilmer. Wir haben danach gleich ein Match. Jetzt nimmt er die Heilung. Das ist in der Def ist er natürlich nicht schlecht, ist ein super Held, aber halt auch nicht, ist eine Wundertüte halt. Ne? Und also ich persönlich mag das gar nicht, wenn ich nicht weiß, was mein Held macht. Es gibt diese Ausnahme von dem Rumpelstilzchen-Kostüm, wo du echt zweimal eine Granate an Special hast und nur einmal was jetzt nicht so geil ist. Aber trotzdem noch, also helpful, also trotzdem noch hilfreich. Da sehe ich das anders. Aber ansonsten bin ich eher nicht so der Fan. Ich bin auch nicht der Fan von dieser neuen Variante an Helden, die dann im ersten Special was machen, im zweiten Special mit Aufladung was komplett anderes und im dritten nicht das beides zusammen, sondern nochmal was komplett anderes. Also finde ich total, du brauchst ja 1,5 Stunden pro Kampf. So, wir haben Wanda Victor, Kulervo heißt er, oder? Kulervo, der ist gefährlich. Und Pengi ist natürlich gefährlich. Wir nehmen hier Nebera mit. Nehmen hier Nebera mit. Schützen uns wieder von den ganzen Sachen hier. Und was haben wir, ein Tank? Was für ein Tank haben wir gehabt? Einen blauen Tank. Da wollen wir entzaubern, beziehungsweise die Boni entfernen und nehmen ihn mit. Hoffen, dass wir alles zum Laufen kriegen. Vor allem halt ein Heiler jetzt. Aber also die zwei, die machen ja nicht so brutal Schaden. Die machen halt das den Dot, den Damage over time, der richtig scheiße sein kann. Aber die killen nicht instant. So, dann machen wir das so. Ah, schön. Oh, schön. So, jetzt brauchen wir Grünen, dass wir den Spot wegnehmen können. As soon as possible. Grün ist da. Spot runter. Oh, das hat ihn. Ah, doch, das killt ihn. Ich habe schon gedacht, das hat ihn nicht gekillt. Mann, das so. Und ja, ja, der ist mies, ne? Der schlägt hier nicht ganz so hart zu wie sonst, aber er ist mies. Die braucht man, die Heilung. Und Wanda und so, dieses sehr schnell, das kann da schon annoying sein. Ne? Jetzt löst es schon wieder aus. Kulervo auch schon wieder. Also die sind nicht ohne. Schutz von Garnett hat ja geholfen. Den ich immer noch drauf habe, den hole ich mir jetzt gleich wieder. Und das Schöne an Garnett ist ja, sie ist verdammt schnell. Und das hat natürlich nichts gebracht hier, weil ihr Schutz halt schon unten war. Und jetzt gehen wir hier auf. Ah, die sind auch geschützt. Das ist ja dreckig. Mach mal den Diamanten, weil da passiert ja sonst nichts.
Mach den gleich hinterher, hoff, dass was zusammenfliegt. Drecksack. Gucken wir, ob wir ihn killen können. Können wir. Holen ihn uns gleich nochmal. Oh, oder auch nicht halt, ne? Spielen wir ein bisschen da drüben und gucken, ob da was geht. So, jetzt aber. Hat ein bisschen gedauert. Hat ein bisschen gedauert, war nicht ganz so einfach. So, jetzt haben wir hier Knolle. Pass mal auf, wir machen jetzt mal was. Wir spielen mit meiner Main Death. Wir spielen mit meiner Main Death. Spielen das so. Ihr seht, ich habe Blau auf 23 gebracht. Es fehlt nur noch Grün. Ist aber im Kommen. Endlich. Und dann die anderen auf 11. Und Ziel ist klar, ne? Snow muss raus. So, jetzt bräuchte ich langsam mal Snow, der heilt hier. Jawohl, da haben wir ihn. Oh, immer noch nicht. Jetzt. Aber Quenelle stirbt. Oh, alle sterben. Huiuiui, hey, das war knapp. Das war ganz schön knapp. Okay, und jetzt ist auch klar, dass es geschafft ist. Aber ihr seht, ne, das kann schon knapp werden. Das hat mich richtig überrascht.
Das ging ja dann echt schnell, ne? So. Jetzt sind wir safe. Und die ist halt mit 3 geghosteten Steinen, ist die dann wieder voll. Das ist nice. Und man muss sie praktisch, ich würde Devana, keine Ahnung, ob ich nicht noch war zu dieser gelben, zu dem gelben. Na, jetzt hat sie ihre dumme Steinhaut, oder? Ja. Ja, okay, das macht gar keinen Sinn, jetzt da reinzuspielen. Ich piller mal ein bisschen auf der Seite hier rum. Ihr entschuldigt bitte meine Wortwahl, aber ihr kennt mich jetzt lange genug, also meine Zuschauer, um zu wissen, dass ich einfach so ein Typ bin, der seine Schnauze oft nicht halten kann. Ah, nee, Alter. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Warte mal halt nochmal, wir sind ja nicht mehr in Gefahr, Leute. Das ist gelaufen. Wie gesagt, ich finde ein bisschen blöd, dass es jetzt nicht das Portal gibt, sondern dann halt, keine Ahnung, du hast die Münze. Ich meine, schlimm ist es auch nicht, aber trotzdem wäre es ja schön, wenn man die Münzen erspielt, dass man dann ein Portal dazu kriegt. Jetzt löst sie wieder aus. Das ist doch zum Kotzen. Ich schmetter jetzt einfach rein. Bringt natürlich nichts, ne? Ist ja klar. Jetzt. Und Levena darf beenden. Sehr schön. Hat eine Weile gedauert. Ist nicht ganz zu leicht gemacht. Ist okay. Ist von den Hits her nicht ganz so arg wie die Ether-Quest. Aber nimmt einem schon was. Jetzt schau mal, ich hatte keine Münzen. Das sind 3 Beschwörungen. Das ist in Ordnung, ja. Man kann jetzt nicht sagen, unmöglich. Ihr steht ja immer noch. Ihr habt euch unseren Respekt und die Weiterreise zurecht verdient. Möge eure Reise voller großer Herausforderungen sein. Ja, okay, macht sie gut. Klasse. Danke fürs Zuschauen, Leute. Ich wünsche euch gute Steine. Und ihr habt gesehen, von der Schwierigkeit her, ihr seht meine Helden, meine Truppen. Dann wisst ihr auch, was euch erwartet. Das war Sinn der Sache. Viel Spaß euch. Schönen Tag. Bis dann, euer SK.